super, immer wieder schön hier in Köln in unserer Heimatstadt zu starten. Wir haben eine Menge neue Sachen heute dieses Jahr im Programm. Heute und dieses komplette Jahr. Die Tour geht ja noch bis Herbst. Und womit fangen wir denn eigentlich mal an, zu erklären, was wir hier Neues haben? Naja, wir haben also im Gegensatz zu zum letzten Jahr haben wir eine neue Band dabei. Und wenn ihr jetzt mal euch umdreht, dann seht ihr vier, also zwei Mädels und zwei Jungs in roten Jacken. Könnt ihr die sehen? Ja? Das ist unsere neue Band! Yamatabi! Einen großen Applaus für unsere neue Band! Ja, noch könnt ihr euch so darauf halten. Ja, noch geht das. Genau. Ja, genießt das. Noch. Ich gebe denen noch so zwei Termine. Oder? Zwei Termine und dann werden sie umringt und zerquetscht wahrscheinlich von den Fans. Genau. Wir freuen uns ganz toll, dass ihr da seid. Hier zur Abschlussveranstaltung von Köln und Putz Montag. Ich habe mich vorhin gefragt, reicht es eigentlich oder zählt das auch, wenn man zu Hause so die Spülmaschine ausräumt? Ja, ich glaube ja. Okay. Also ich glaube ja. Gut, dann habe ich also auch meinen Beitrag geleistet. Immerhin. Ja, wir haben viele neue Spiele auf der Bühne dabei. Wir haben auch hier unten viele neue Dinge für euch und wir haben etwas ganz Besonderes in diesem Jahr. Dazu kommen wir gleich. Erst einmal wollen wir euch sagen, was heute hier so auf der Bühne passiert. Wir haben natürlich unsere Sendung mitgebracht. Es wird eine ganz neue Sendung geben, ein Wissensmagazin. Auch dazu kommen wir gleich. Und wir werden euch natürlich auch herzlich einladen, hier mit uns auf der Bühne ein paar Spiele zu machen, ein paar Preise abzustauben. Ihr sollt ein bisschen Musik euch angucken. Später übrigens auch noch der Linus wird noch auftreten im Anschluss an unsere Veranstaltung. Ist ja eine Kölner Legende, kann man sagen. Linus ist ja in Köln allgegenwärtig. Ja, wann ist man denn eine Legende? Das frage ich mich. Ich glaube, er ist schon seit über 20 Jahren am Start. Okay. Dann ist man, glaube ich, eine. Wir haben einen neuen Truck, zumindest sieht die Bühne neu aus. Ja, also alles ist irgendwie ein bisschen schöner geworden. Ja? Ja, und jetzt kommen wir zu was ganz Tollem, nämlich ein Wort, ein ganz spezielles Wort hat Geburtstag. Das Wort wird 10 Jahre alt in diesem Jahr. Wer von euch ist 10 oder wird 10 in diesem Jahr? Dann seid ihr genauso alt wie unsere Marke, kann man sagen. Ne? Genau, ihr teilt gleich etwas mit dem, naja, mit dem Dings da, das da kommt. Ja, da kommt jetzt was auf uns zu hier. Dazu haben wir eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Wir wollen euch gleich erklären, worum es geht. Wollt ihr es mal sehen? Ja. Könnt ihr laut rufen? Könnt ihr mal ganz laut ja schreien? Sehr gut, es funktioniert. Okay, hier ist die Überraschung für euch. Da kommt sie. Entschuldigung, lieber Fotograf, muss ich mal von unten sagen. Könntest du das lesen? 1, 2, 3, Attack und Vollgas. Die Buchstaben sind nicht so schnell ist eingelegt. 1, 2, 3, wir sind voll dabei. Solo! Ein Applaus für unsere Überraschung. Was heißt das denn jetzt? Ihr habt aber was sagen, Lustiges, was ihr habt was Lustiges gemacht, ne? Habt ihr. Also, was wer kann das buchstabieren? Was steht da? T-O-G-G. Moment, nochmal. Also, alles man anfängt zu lesen, ne? Also, man muss natürlich schon... Nochmal, der erste Buchstabe von dem gesuchten Wort. Auf drei. Eins, zwei, drei. Auch T. Genau. Ich werde mich mal drum kümmern. Also damit geht's los, oder wie? Dann müssen wir die auch in die richtige Reihenfolge bringen. Also, liebes T. Liebes T. Komm mit zu mir. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Ja. So, jetzt steht ganz gut, oder? Hier steht's gut. Aber weißt du, was da jetzt steht? Jetzt steht da Tickeku. Ach, das ist gar kein O, das ist ja auch rund. Das ist auch falsch. Also, nach dem T kommt auf drei. Eins, zwei, drei. Ein Y. Y haben Nein, wir nicht. O. Ein O. Ein O? Na, dann komm mal mit mir, liebes O. Komm mal mit, liebes O. Na, komm. Ein Applaus für das schöne O da oben. Hier, wunderbar, wunderbar. So, nach dem O kommt ein... Ein G und dann ein... Stimmt. Und am Ende stimmt ein... Stimmt auch. Und stimmt ein. Auch. Was heißt das dann zusammen? Eins, zwei, drei. Richtig, und Togo wird 10 Jahre alt in diesem Jahr, genauso wie du. Ja. Ein Applaus für Togo, denn Togo wird 10. Tschüss, liebe Buchstaben. Mach mal was Lustiges. Gib dein Lustiges zu tun.
Termin. Ich wusste gar nicht, dass der Kopf so rausguckt. Ist ja gut, oder? Ich bin super. Ich will Amateur sein. Oh, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Eieiei, wir nähern uns dem Ende der Begrüßung. Das heißt, es geht gleich los, aber da habt ihr, glaube ich, keine Lust drauf, oder? Dass es losgeht, habt ihr keine Lust drauf, oder? Habt ihr da Bock drauf? Ja. Habt ihr da Bock drauf? Ja! Fangen wir jetzt gleich an mit den Spielen. Freut euch auf.